Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Mit Henna. Ja, so schaut's aus. Ja, ich hoffe, ihr wart nicht zu hart zu Henna in den Kommentaren. Ja. Im letzten Part hat er fast die ganze Folge kommentiert. So schaut's aus, Brunos Mission ist eher im Rampenlicht. Ich kenne nur aus dem Spiel zu blind. Aber er war nicht so überzeugt. Nee, ich muss ehrlich von sagen, der Mission nicht. Ihr kennt ja noch, also wenn ihr es gesehen habt, wenn nicht, dann guckt mal in die Playlist. Die Bonusmission mit Togo, die wir nach genau. Factions gemacht haben, die fand ich irgendwie geiler. Die war so stilisch, so ein bisschen so an Kill Bill und so angelehnt. Na, also das war schon alleine cool. Und da gab es richtig viele verschiedene Situationen. So, da musste man gegen den Meister kämpfen und die Schüler sind so aus dem Dojo so rausgegangen und dann kam der Showdown und mit den Tengu noch mit dabei und allem drum ja. und dran. Also das will ich auf jeden Fall noch mal gucken an eurer Stelle, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ja, jetzt war es halt, ne, ja klar, schleichen, cool, so, ne, so kann das auch so töten. Ja, weiß ich nicht. Also das hat mir halt gefehlt. So, ne? Also das, man hatte Schleichen, klar. Und dann großer Showdown, ist auch cool. Aber da war es irgendwie vorbei für mich. So. Also es gab zu wenig verschiedene genau, so, Abschnitte. Den dritten Abschnitt hätten wir uns noch gewünscht. Ja, es gab bei Meister Togo gab es halt so Akte. Ja. Ne? Und da gab es Akt 1, 2, 3, ich glaube 5 oder so. Richtig viele. Und die waren alle unterschiedlich so von der Spielmechanik her und alles. Ja, und nee, also bei Saul, das war mir einfach zu abwechslungsarm, sozusagen. Ja. Von den Waffen bist du ja auch nicht so begeistert, die man da kriegt. Nee, die Waffen sind auch nicht so meins. Also da fand ich, was diese Tengu-Sachen, ja, weiß nicht. Ich finde die Waffen vom Bonus-Mission-Pack jetzt eh nicht so dolle. Ich habe mich mit Cecilia ein bisschen drum gekabbelt, weil sie halt meinte, ja, 20 Euro. Ja, ist ja okay, da kriegt man viel Content für, aber ich finde so, wenn man so runterrechnet, dass eine Mission dann 5 Euro kostet, finde ich schon ganz schön viel eigentlich. Also. Ich sag's euch nochmal, ich komme ja auch, viele kennen mich ja auch hauptsächlich daher von Smash. Und bei Smash zahlt es ja für Joker zum Beispiel 5 Euro und du kriegst halt Joker, den Charakter und halt die Stage. Und die Soundtracks von Persona 5. Teuer. Ja, genau. Aber ich finde das ungefähr auf einer Ebene. So eine Mission, du kriegst halt den Stab von Saul der Letzte, du kriegst die Mission, Waffen du kriegst die Waffen leben. Und halt die Experience und die Geschichte, die voll cool vorgelesen wird und alles. Geschichte finde ich deswegen, das auch cool, ja. Eigentlich, ich finde das in Ordnung. Ja, nee, ich finde das ganze Ding hätte 9,50 Euro oder 10 Euro oder so. Damit wäre ich einverstanden gewesen, aber ab 20 ein bisschen viel, weil vor allem muss man auch zurückdenken, so jetzt, wenn man jetzt eine Kampagne kauft, ist es günstiger als das Bonus-Mission. Ja, das Krasse ist, Eye of the North kostet, glaube ich, auch 20 Euro. Ja. Ja, noch Fragen? Ein bisschen mehr also da muss man, wenn man das vergleicht, Aber die haben halt so ihre eigenen Ladescreens, ihren eigenen Charme, ihre eigene Umgebung, ne? Ja. Ihre eigenen Skills. Aber ich finde trotzdem 20 Euro, das war damals schon zu teuer, weil ganz ehrlich, egal welches Spiel du nimmst, DLC 20 Euro, ich denke mal, ist immer mehr Content. Ich denke das. Mal, es zeigt ja auch, ich war ja die Einzige ever, ich habe ja so viele Guild Wars Freunde gehabt, ich war die Einzige, die das gekauft hatte. Die Einzige. Ja, das stimmt. Fanden wohl viele zu teuer. Vor allem, ich dachte damals noch, ich habe von dem Bonus-Mission-Pack, glaube ich, erst gehört, als ich das Spiel schon gar nicht mehr gespielt habe. Ja, habe ich dir vorher erzählt und da hat sich gar nicht mehr so richtig interessiert, glaube ich. Nee. Naja, ich kann dir auf jeden Fall sagen, Togo ist die beste Mission. Da warst du aber auch richtig überzeugt, von daher ist es in Ordnung. Ja. Gucken, wie die anderen findest. Ja, Togo, das du kannst ja nochmal abschließen, dann fahrst du mal, wenn du Gwent hast, also die letzte Mission. Ja, aber Togo muss man echt sagen, das war so geil. Togo das war fantastisch. Das war die 5 Euro wert, weil das war ja schon fast wie ein Kinofilm. So. Ja! Da zahlt man teilweise 10, 15 ja. Euro für. Ja. Gwent ist auch so, aber halt ja, okay. Schwer und nervig. Tura, finde ich ein bisschen off. Apropos, ich hab ja ein neues Schild, neue Axt. Ja, sieht voll cool aus, so richtig. Ich finde, das passt auch richtig Fighting zu der Rüstung. Girl, ey. Aber, ach ja, apropos Rüstung, ihr seht das? Oh shit, stimmt. Sonnenspeer, Girl. Ich meine, wir sind jetzt in Lohne, wir kämpfen für die Sonnenspeer. Ich dachte mal, es wird wieder Zeit. Elite Sonnenspeer.
Sieht ja auch schön aus, die Rüstung. So mit Gold. Passt halt. Vielen. Angepasst. Hat halt auch Energie plus. Ist eigentlich fast genauso wie die andere. Oh, jetzt wird's aber eng. Ja, die müssen wir angreifen jetzt. Aber der war okay. Ist halt Hardmode, ne? Wir haben tatsächlich überlegt, wir probieren uns über das Tor des Wahnsinns im Hardmode. Die schwerste Mission im gesamten Spiel. Oh, Pflanzenfasern. Ja, die Pflanzen, die sind so schlecht, ne? Ja, die können gar nichts. Woran liegt das, dass sie so viel Schaden kriegen? Weil wir jetzt die krasse Scheiße gewohnt sind. Ich meine, okay, wir sind... Jade-Rüstung und so. Wahrscheinlich. Ich meine, wir sind halt, es sind auch Elis, also naja. Und der Meister Gerüchte wurde jetzt auch letzten Endes mal beruhnt. Weil wir eine Kampagne abgeschlossen haben, ja. Jetzt fehlt nur Rasa, den wollen wir noch als zweiten Ritu-Minimaster mitnehmen. Aber den haben wir halt noch nicht. Der hat ja auch den Mursat-Stab bekommen, den Mursat-Stab des Beirufens. Den wird er bekommen. Aber Rasa kriegen wir erst gegen Ende, wenn wir hiermit durch sind. Wird aber lustig. Wird lustig. So, jetzt sollen wir hier hin und diese Fürsten treffen. Ach so, ich bin mal gespannt. By the way, ich spiele halt immer noch mit der Axt, und das ist sozusagen mein Reise-Equipment. Schild, genau. Und Axt, weil da mit der Sense spiele ich noch aktiv, aber. Ist halt defensiver. Genau, Schild ist für Notfall, weil man dann mehr Rüstung hat und so. Und mehr Leben und vor allem kein D-Rack mehr, das ist ja auch wichtig. Guck mal hier, kennst du den noch, Gaul? Ja! Finsternis bricht bald hinein, oh nein. Uns bleibt keine Wahl. Wir drei haben uns geeinigt, die Sonnenspiel mit unserem Ab und Gut und unseren Truppen zu unterstützen. Barisch muss vernichtet werden. Ja, du hast aber keinen Leibwächter mehr und einen kümmerlichen Stab. Was ist das für ein Ministab, ey? Fürst Bocker, der Prächtige, guckt ihn euch an. Und die Minions sind so viel größer jetzt, oder kommt mir das nur so vor? Weiß ich nicht. Ist halt plus zwei Todesmagie mehr, ne? Darf man nicht unterschätzen. Warum? Ach so. Aber ach ja, wir haben ihn ja jetzt geruht. Der war ja vorher gar nicht geruht. Richtig. Ja, das macht schon Unterschied. Je mehr Minions hat, desto mehr Rüstung hat der, habe ich ihm gegeben. Dann eine Energierune und sonst alles auf Leben. Ach und, so. Ja. Und ihr dürft nicht vergessen, wenn er, wenn wir eventuell eines fernen Tages die... Nee, ist gar nicht mehr so fern der Tag. Wenn wir vielleicht noch heroischer Refrain kriegen, ne? Dann... Heroischer Refrain kriegt man irgendwo im Ödland. Müssen wir auch aufpassen, ne? Wenn wir dann fast davor sind. Sind die jetzt eigentlich fertig mit der Zähne hier? Ne, besiegt die eindringenden Truppen. Jetzt kommen sie. Ach so. Die Magoneter kommen, oh mein Gott. Dürfen die Fürsten, glaube ich, nicht töten. Irgendwas war da. Ja, waren die Magoneter stark? Ich glaube nur die Edelus, ne? Weiß ich nicht. Die Edelus waren nervig. Aber die sind, glaube ich, ungefähr so nur wie die Mursat. So Blitz herbeirufen und sowas. Das kennen wir ja mittlerweile ganz gut. Selbst gegen die mache ich 100 Punkte Schaden, ey, brutal. Krass, ne? Hast du nicht jetzt auch irgendwie einen neuen Bild? Nee, ne? Nee, ist doch ich habe nichts geändert, vorerst nicht. Vielleicht, wenn du noch eine neue Elite findest. Wir haben considered, Verkrüppelungssieg mitzunehmen, aber ja. Ja, das oder. Mal schauen. Oder halt rundum Hieb oder wie es heißt. Boah, die Armee schon wieder. Ich habe eine dringende Nachricht von den Kehanten. Auf dem großen Platz von Säbelkrieg geschieht entsetzlich aus. Beeilt euch bitte. Was, jetzt müssen wir schon hin? Nee. Doch, da ist doch das Ziel, ist doch schon in die andere Richtung. Ja, aber Spiel will von los. Ja, ja, müssen wir hin. Ja, oder wir reisen erstmal. Ich glaube, da kriegen wir nur noch mal ein Missionsupdate und müssen dann wieder zurück. Aber wo ist denn der Missionsaußenposten? Wo ist denn der Missionsaußenposten? Das wird dann zum Missionsaußenposten. Das ist wie in der Wüste bei Prophesize. Wo man gegen einen Doppelgänger kämpfen musste. Hey, das ist ja super seltsam. Ja, aber das ist hier halt auch so. Wenn man erst in die Story voranschreiten muss. Dass man das machen kann. Ja. Die heißt einfach Barbie, okay. Ja, die heißen alle so. Oh Gott, die Korner, Leute. Ach, guck mal, wer hier ist. Morgan. Senkt eure Waffen. Wir sind nicht länger eure Feinde. Hier wurde eine Gräueltat begangen. Lasst es mich erklären. Okay. Danke. Wenn ihr bereit seid, werde ich euch zeigen, warum wir dieselbe Schlacht schlagen. Okay. Oh nein. Es gibt auch so Missionen, wo der General mitgenommen werden muss. Wir wollen euch den sowieso noch zeigen, aber ja.
Der General. Ich kenne Varesh Ossa, seit sie ein Kind war. Sie war immer zielbewusst, klug und stark in ihrem Glauben. Als Dunkelheit sie umgab, blieb ich blind und loyal. Kehani. Morgan? Ihr kommt, um uns zu retten. Was ist passiert? Der Tempel. Varesh hat angegriffen. Dämonen. Alle wurden niedergemetzelt. Ich blieb blind, bis es zu spät war. Zu schonen. Ein kleines Versprechen zum Wohl des Ganzen gebrochen. Ihr versteht das nicht. Hört auf damit. Jetzt ist es zu spät. Dieser Teil des Rituals ist abgeschlossen. Das Gefängnis meines Herrn zerbricht nun und Qual verschlingt die Welt. Dann halte ich euch auf. Ihr seid in Unterzahl, alter Freund. Meine Leute. Mehr Blut für die Rituale. Er entkommt. Lasst ihn gehen. Er ist geboren. Wir werden anderswo gebrauchen. Lasst die Blasphemie dieser Welt hier verderben. Die Finsternis steht bevor. Die wird immer bekloppter. Ja, aber ihre Optik, das ist so. Ja, die hat jetzt auch schon diese margonite Augen über der Augenbrauen. Habt ihr bestimmt gesehen. Die wird jetzt wie so eine Disney-Antagonistin, ey. Will alles einfach so zerstören, alles dunkel machen, ey. Ist so. So, zu dir also. So viel zum Thema, ihr habt meine Priester nicht verschont. Hier steht doch noch einer. Die Finsternis kommt, Varesh und Tyrone begann ein schreckliches Gemetzel, während ihr mit den Fürsten beschäftigt wart. Sie ließ einen riesigen Dämon zurück. Er ist oben auf den Tempel. Ach so, ihr wart mit dem Fürsten beschäftigt. Das klingt wie so eine Anschuldigung, ne? Irgendwie schon, ja. Ja, ich glaube, hier brauchen wir sowieso den General. Kann das? Probier's doch mal. Nee, Talcora, was? Ja, da muss Sanatius austauschen, ist auch morgen. Oh nein, sicher, dass du die nicht nehmen willst? Guck mal bei mir. Ja, oh mein Gott, nee, das können wir nicht machen, ne? Deine denn? Nee, ich hab die gelevelt. Auch im LP. Du musst Minion Master mitnehmen. Talcora ist bei mir 20, siehst du ja. Dann poste mal bitte dein Bild von Dings hier rein. Ach so. Hey. Wer als irgendwie unbesiegbarer Minion Master. Den werde ich wahrscheinlich eh nicht bauen können, weil ich glaube nicht, dass mein Account diese. Ja, vielleicht. Wie schicke ich dir das denn jetzt? Aus Doppelklick vielleicht? Ja, aber du hast doch. Nimm doch mal Dings noch mal rein. Und dann geht das erst. Ja, dann geht das sowieso. Ja. Voll am Code. Oben links nochmal? Warum nicht so? Du hast kopiert. Oh Gott, Leute, Talcora. Das finde ich lustig. Das ist nämlich das Blöde bei Guild Wars Nightfall, aber bei Eye of the North ist es auch so. Ja, der und der Held muss jetzt dabei sein. Oh nein, ich habe keine einzige. Den General haben wir, glaube ich, noch nicht bekommen. Hä, was? Du spielst quasi derwisch aktuell und hast jetzt. Das sind alles Erdmagie-Zauber. Erdmagie habe ich nie gespielt. Das stimmt. Also irgendeinen anderen. Da. Was ist denn da? Was ist das denn gewesen? Oh Gott. Kinder, er hat einfach gar nichts für Minion Master. Papierschrecken, okay.
Okay, da kann man ja irgendwas anderes nehmen. Wie heißt denn das andere nochmal? Guck doch einfach, nimm einfach einen anderen Minion. Ja, wie heißt der denn? Schwurfschrecken. Ich hoffe, den hast du wenigstens. Ja, ja. Ja, geht ja auch. Gut. Lezeko, Talcora. Oh Gott, ja, was hat die denn für ein Bild? Nicht, dass sie irgendwie ein Smite ist oder so. Nee, nee. Ja, ist so gut. Das ist mein Standard, unnachgiebig Aura-Bild, mit dem ich alles gemacht habe. Das ist halt nicht so geil wie deins, aber. Wir haben ein BIP dabei, dann brauchen wir, glaube ich, keinen. Dann braucht die ganz links für die Fertigkeit. Ja, ist doch jetzt egal, ist eine Fähigkeit. Ja, ist wurscht. Es wird schon gehen. Ist ja eh nicht geruht, was soll's. Das stimmt allerdings. Ja, mein Meister ja auch nicht, aber packen wir schon. Obwohl doch, mein Meister hat eine Dingsrune, also der wird auf jeden Fall jetzt eine extra Challenge. Ja. Müssen wir mal schauen. Gucken wir aber. Kriegen wir schon hoffentlich hin. Außerdem viel mehr Gorn. Und Zimmer. Jetzt passt es wieder. Warte. Shit, die warten ja auch nicht, diese Arschlöcher. Nee, nee, wir müssen direkt rein. Vor allen Dingen. Gut, die Boni machen wir hier wahrscheinlich nicht, aber wenn wir es schaffen, schaffen wir es. Da musst du einfach nur schnell sein. Kleriker! Kleriker, Kleriker, Kleriker! Mein Name ist nicht Erika. Ja, also schwer sind die echt nicht, ne? Nee, und sicher, dass wir warten müssen? Ja! Ich habe auch eben nochmal extra geguckt. Oh, die sind ja sogar Level 26. Ja, irgendwas machen wir richtig. Das ist nicht so schlecht. Das ist jetzt eine Ansage. Oh, Dietrich! Das ist eine Ansage an die, die immer sagen, ja, man muss nur Meta spielen im Hard Mode. Tja. Und wir sagen, man muss nur sein Hirn anstrengen, gilt raus, ne? Ja, und Spaß haben vor allem. Ja. Funktioniert halt. Guck, wenn wir, das war halt ein Test. Wenn wir diese letzte Mission Prophesize hinkriegen, dann schafft man andere Sachen auch. I mean, die letzte Mission ist so krass. Ja, nur krasse Gegner sind die ja witzlos gegen. Wir müssen uns jetzt natürlich entscheiden, ne? Welchen Riss wir zuerst machen. Hier sind, glaube ich, die wenigsten Gegner. Richtig. Weil die alle down sind schon. Richtig. Kleriker nerven, aber die sind gar nicht so schlecht. Und hier sind wieder diese doofen Qualenclown, die hasse ich wie die Pest. Haben die machen so viel Damage. Ja, ne? Ja. Weißt du wo? Ja, in der Mission, wo wir ja rüber gemacht haben. Ja, genau. Sonst kommen die hier, glaube ich, echt das erste Mal. So, hier müssen wir jetzt, glaube ich, stehen bleiben, bis der geschlossen ist. Männchen. Voll nervig, ey. Richtig nervig, dauert so lange. Jetzt könnt ihr ja schon mal rüber zum nächsten, dann bleibe ich hier. Okay. Schafft ihr das? Ja, sicher. Ich fleck die Heroes rüber. Nee, der ist schon geschlossen, glaube ich. Gar nichts. Ja, ich glaube auch. Strange. Komische Mission. Leicht, die Mission ist aber so leicht. Und für die Leute, die jetzt sich fragen, ja, was kommt danach? Das ist die Mission. That's it. Ja. Nicht gerade die schwerste Mission des Spiels. Aber wir sind hier jetzt auch irgendwie so im späteren Midgame erst, ne? Ja. Ich sag's euch, gegen Ende wir Nightfall so brutal schwer, es zieht uns wirklich die Schuhe raus. Auf jeden Fall, das wird noch wirklich hardcore. So wirklich schwer, noch schwerer als Prophesize. Oh shit, oh shit. Lass wir nie. Ja, irgendwie fühlt sich der andere Qualenriss auch wieder langsam auf, voll nervig. Die kann gar nichts. Nee, die kann auch nichts. Wir müssen uns beeilen, andere Qualen, du füllst dich wieder auf. Voll schon, komisch. Ich bin schon ganz woanders, ey. Alter! Oh! Oh, okay, okay. Hey, dein Minion Master ist auch nicht schlecht. What the fuck is going on? Die haben mich einfach besiegt hier hinten. Naja, gut, war 3 gegen 1. Qualenklaue war es bestimmt. Ah, shit, die habe ich vergessen. Die sind halt immerhin zählen. Die hat mich, glaube ich, auch getroffen, bestimmt. Und dann Blitzmagier. Darfst du nicht unterschätzen. Ja, diesmal, ich war wirklich voll. Du unterschätzt immer die Leute, wie bei Saul der Letzte. Wie ich einfach ganz alleine reinrenne. Ja, weil so ich die krass eben, bist du doch noch ja, nicht. Ja, weil ich die eben auch easy besiegt habe bei dem anderen, aber das waren halt andere Magaliter. Die waren vielleicht nicht so heftig, keine Ahnung. Kommt halt drauf an. Ja. Das ist Blasphemie, ey. Voll nervig.
Und ich glaube, wenn wir uns jetzt eingenommen haben, haben wir es schon. Ich glaube, wir müssen alle ganz leer werden vielleicht? Nee, oder? Nee. Nur geschlossen. Richtig. Toll. Wow. Geil. Und nun? Das war's nice. Schon. Nice. Was eine dumme Mission eigentlich. Die Bestie ist tot. Aber ihre Herrin lebt noch. Sie will den Zauber abschließen. Wohin geht sie? Ins Ödland. Zum Schlund der Qual. Dort will sie ihren dunklen Gott auf die Welt loslassen. Dann folgen wir ihr dorthin. Ich möchte mich euch bei dieser Jagd anschließen. Nein, kommt nicht in Frage. Bitte. Meine blinde Hingabe hat mein Volk und meine Seele verdammt. Ich muss helfen, sie aufzuhalten. Ich verstehe. Trotzdem nein. Doch, Talcon, ihr und eure Freunde habt mich gelehrt, heldenhaft zu sein. Ihr habt mir die Chance gegeben, das Richtige zu tun. Können wir ihm diese Chance verwehren? Ihr habt recht, Talcora. General Morgan? Ich bin kein General mehr. Nur noch ein Mensch. Gut, Morgan. Ihr könnt mit uns kommen. Ihr sollt eure Chance zur Wiedergutmachung haben. Ihr werdet es nicht bereuen. Das werden wir sehen. Voll Paragon-Rivalität. Ja, irgendwie. Ist wirklich so. Ja, nicht, dass er den Imbagon-Job klaut, ey. Kann er ja leider nicht. Nee. Paragon-HeldInnen sind ein bisschen seltsam. Tot. Morgan war einfallsreicher, als ich dachte. Wir sollten zurück und sie alle töten. Nein. Abaddon ruft mich. Ich spüre seinen Ruf. Diese Welt ist verwundet. Die Qual wird sie verschlingen. Mit Abaddons Segen werden wir die schwefelige Einöde durchqueren und ihn auf seinen Thron zurückführen. Heil, Abaddon! Heil, allmächtiger Abaddon! Diese Welt wird euer sein. Die können einfach durch das Ödland durchlaufen, ja, ey. Ja, ja, Mission! Und ich glaube, 8 Minuten hat man dafür. Minuten, dumm. Nee, unter 12 Minuten. Nee, in 6 Minuten muss man das schaffen, steht da für einen Triple-Bonus. Dass die schon wissen, dass es nur 4 Minuten, ja. Also dass es nur 6 Minuten dauern könnte. Oh Mann, ey, wir sind echt richtig übertrieben. Ja! Und das, obwohl wir noch leicht geschwächt waren. Und weißt du, was das Witzige ist? Am Anfang haben wir ja immer gedacht, ja, mit Gorm wird wahrscheinlich schon schwer. Zum Hauptcharakter, aber der macht ja wirklich was. Ja, jetzt auch Bombe, ey. Ja, der ist gar nicht so schlecht, ne? Ja, ist jetzt nicht, vielleicht nicht... Nicht der absolute Carry, aber er ist echt nicht scheiße. Nee, auf keinen Fall. Und kreativ, ne? Bunny Way mit Kriya schon mit... So, jetzt können wir wieder tauschen. Stimmt. Leute, ey. Voll krass. Die sind voll heftig. Echt. Hannah, meinst du, ja? Ich guck ein bisschen eingebildet, mein Charakter. Es hat gerade so gepasst zu der Cutscene, so. Mit General Morgan. Ne, dem wollen wir nicht, den General. Benötigte Helden, Koss und Melanie. Serai, der Lehrling. Varys, Kreuzung nach Westen durch das Ödland, hat die Grenze zwischen unserer Welt und dem Reich der Albträume durchlässiger gemacht. Es leiden bereits viele unter schrecklichen Albträumen, aber dann sich ihrer Ängste und Geheimnis bedient. Es ist wahr. Die Finsternis steht kurz bevor. Sie werden versuchen, das große Forum von Varya einzunehmen. Und damit natürlich auch den Basar von Kodash. Ich wurde angewiesen, den Djinn von Adashim einzusetzen, um die wichtigsten Gebiete zu beschützen. Begleitet Koss und Melanie und sprecht mit Buto, dem Kühnen. Sagt ihm, dass der Djinn uns helfen wird. Er ist ein großartiger Kämpfer und weiß am besten, wie man sie in der Schlacht einsetzt. Werdet ihr uns noch einmal helfen? Wir haben noch keine andere Wahl. Gott, und der steht hier halbnackt. Okay. Nice, das ist halt warm, ne? Top Buddy, ey. Durchtrainiert. Der haut sich 5 Proteinshakes am Tag rein, wahrscheinlich. Ja, der ist tough. Ach, das ist noch so eine Mini-Mission. Da der Part zu kurz ist, würde ich sagen, machen wir noch. Let's go. And victory will be guaranteed. Ich weiß auch, warum das jetzt so einfach ist. Weil wir die Helden auch unter einem Ruhen schauen. Stimmt.
Weil ich hatte es ja beim privaten Spielen alleine nicht. Ich hatte immer mit ungeruhten Händen gespielt und habe trotzdem alles geschafft. Krass, ne? Ja, das klingt jetzt gar nicht so beeindruckend, weil wenn das jemand nur bei uns sieht, dann ist das ja auch voll easy so. Ja, aber ich habe halt mit Goron und so gespielt, ne? Ja, keine Meta-Builds. Weiß nicht. Warum heißen die alle Barbie? Mann, das ist voll trash, echt. Nennen die auf wenigstens Barbie Girl mir oder. Mir fällt gar kein Pendant in der realen Welt ein, wo vielleicht irgendwie. Ne, gibt's eine, nicht. Ja, doch, vielleicht gibt's irgendein Land oder irgendein Staat, der auf I endet. Fällt dir gerade einer ein? Mm-mm. Weil dann wird das ja auch funktionieren. Kacke, wie kommt man da jetzt hin? Weißt du das? Wir müssen da unten rein oder wie? Mm. Hier vielleicht runter. Ist das eine Quest oder eine Mission? Quest. Hab ich das angenommen? Oh nein, nein. Nein! Ach so, ich weiß, warum das unter. Wir müssen sowieso nochmal zurück. Muss Melanie und Koss anwesend sein? Oh, nein! Nein, doppel nein, zurückreisen, Kodaschbazar, ab geht's. Melanie und Koss, oh, ist das kacki. Und was machen wir jetzt? Was ist denn das hier? Vom fürstlichen Vorkoster oder von wem hast du das? Nee, Zerei. Ach so. Vom fürstlichen Vorkoster. Das ist auch der oben ohne ist, ey. Angriff ja, Melanie, so, herzlichen Glückwunsch. Wer muss noch mit rein? Koss? Koss, nimm Koss. Ich nehm Koss, okay, dann nehme ich Gwen raus, glaube ich. Was hat die für ein schlechtes Bild? Es liegt halt daran, dass ich kein Derbe spiele. Okay. Und wo bist du? Ich überlege, was für ein Bild ich da gebe. Koss hat schon ein Bild bei mir, guck mal. Nee, aber Melanie, meine ich. Mein Bild! Das ist auch sowas. Weißt du, was mein Koss für ein cooles Bild hat? Illusionen der Waffen hat der. Auch geil. Er ist halt auch richtig tanky, ne? Ja. Macht nur keinen Damage. Ja, das ist halt durch Illusionen der Waffen. Ich lass es mal drin. Einfach, es halt Quellen-up wird. Was hat denn die für eine Waffe? Hast du noch ganz schnell eine Sense? Ich habe eigentlich tatsächlich nur die kostet. Oh no! Oh, warte, nee, stopp. Warte mal. Die hat. Ich habe ja hier den Charakter gestartet, ne? Die hat eine 3 Angriffssense. Also, das ist angepasst. Die sind wahrscheinlich alle angepasst, die ich habe. Ich guck mal in Truhe, vielleicht fehlt noch eine. Das ist natürlich jetzt richtig kacke. Ist das nicht aber egal? Ist das nicht nur eine Mission, wo man schnell wohin rennt und was anklickt und dann war's das? Ja, Melanie muss ja auch in der nächsten Mission, glaube ich, mit. Okay, dann muss sie natürlich irgendwas haben. Schade, dass wir noch Turai Außer Quest gemacht haben. Oh, let's go! Hast du eine? Ja, und was für eine geile. Ah, ja. Das ist die Guild Wars Beyond-Sense, glaube ich. Nee, die kriegst du am Ende von. Echt? Die kriegst du einfach so? Die kann man irgendwo sich abholen, ja. Ich glaube, die wahrscheinlich war nicht so nach Shio, oder? Ja, ich glaube schon. Ah, die sieht richtig geil aus. Die können sie erstmal meinetwegen behalten. Ja, gut, dann hole ich ja nicht die. Boah, die sieht richtig die gut aus, ne? Krass, ja, die ist nice. Ja, nicht so nice wie meine, aber. Nee. Ja, also. Gesandten-Sense. Ja, objektiv muss ich sagen, ist wahrscheinlich die, von Doom die geilste im Spiel. Und Malex finde ich auch witzig, das ist halt so eine Banane. Ja, die wenn man weiß, was Malex ist, dass es so ein Gorilla ist, dann hat das irgendwie so einen eigenen Charme. Das stimmt, aber ja, halt so Badass-Look schon die von Doom am geilsten. Aber ich mag meine halt am liebsten, weil die halt so ein bisschen aussieht wie eine Axt auch so, weil die Klinge halt nur ein auf bisschen. Einer, ne, so komisch, ne. Ich habe nur Knochendrachenstab. Aber halt mit Dark Lord Orochi X. Mein Necro. Ja, das ist auch so eine geile Waffe, ey. Welche? Knochendrachenstab. Knochendrachenstab, ja. Aber nur in weiß. Ich verstehe die Leute nicht, die schwarz werden. Das verstehe ich auch nicht. Sieht so blöd aus. Schon mal schwarze Knochen ja gesehen. Wie Knochen, genau. Ja, eben. Deswegen habe ich meine Sense auch weiß gefärbt. Richtig. Weil gefühlt alle Leute, ich kenne, haben schwarz gespielt. Also schwarzen Knochendrachenstab. Ich hatte die ja mit Sanatius auch. Ja.
Passt halt vielleicht zu Negro in Schwarz, aber ich mega. Trotzdem weiß. Ach stimmt, jetzt sind ja die Djinn auf unserer Seite. Richtig. Ist halt ein bisschen blöd, weil wir haben ja uns für meiste Gerüchte entschieden. Und die Stadt Adashim, wir werden die Mission übrigens natürlich noch nachholen, wenn wir mit der Story durch sind. Aber die kommen halt aus der Margaret-Storyline. Die Rubin-Djinns. Wir fragen uns natürlich jetzt so ein bisschen, hey, ich weiß natürlich, dass es noch so war. Es kommt von der Margaret. Was ist das denn? Buto, der Kühne. Ach, das ist der andere Fürst. Ja, wirklich ausgezeichnete Helden. Die Djinn, die Zerai uns geschickt hat, sind die ausgesprochen nützlich. Mhm. Jetzt müssen wir das nur verteidigen, glaube ich. Da kommen sie. Das ist wieder die Magone-Tört-Linie eben. Koss hat einfach eine Sense, er hat einfach den gleichen Bild. Schild. Ja, ein bisschen schlechter, weil er halt die Dingsfertigkeit nicht nehmen kann. Und er ist halt nur Level 15. Ja gut, was will man machen, ne? Kein Ding, Koss, trotzdem Hard Mode, ey. Ja, das ist nicht so schlimm. Vorhin die Seher haben auch so komische Mesmer-Verzauberungen. Also die Mesmer sind irgendwie seltsam. Kann das sein? Das sind ganz komische Sachen. Inspirationsmagie. Oh Gott, kriegen wir die down? Ja. Irgendwie machen wir keinen Schaden. Ja, irgendwas funktioniert bei mir gerade. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin irgendwie sehr langsam im Angreifen. Ich habe das Gefühl, man leckt irgendwie. Oder die haben nicht verzaubert. Nee, das ist ganz komisch. Oh oh. Leute. Warum nicht so langsam? Weil hier ein Kleriker ist, das ist das Problem. Haben wir nicht gesehen. Oh, Koss ist tot, wer hätte es gedacht? Der underlevelte Koss. Jetzt greif wieder normal schnell ein. Guck und siehst du, jetzt gehen sie auch down. Ja, greif mal lieber den Kleriker an, scheinbar. Den treffe ich auch. Der Kleriker, ich treffe den glaube ich gar nicht. Ah, ich weiß, immer warum geblockt, ich langsam, geblockt, geblockt. Ich weiß, warum ich langsam war. Was ist los? Ich habe nicht gemerkt, dass ich zwischendurch immer zu Boden geworfen war. Ach du Scheiße. Das konnte ich nicht sehen, weil man mich einfach nicht mehr sehen konnte in der Gegnermenge. Wo sind wir überhaupt? Wo hat der Geist aufgestellt? Irgendwas stimmt hier generell nicht. Und immer geblockt, geblockt. Ich kann den nicht angreifen, den Kleriker. Ich kann den nicht besiegen. Der blockt echt alles. Ich weiß nicht, was der hat. Ja, der blockt alles. Brauchst du sowieso nicht angreifen. Kann ich auch drauf gehen. Oh Mann, alles leckt. Das ist so komisch. Gott, die sind viel stärker als gedacht. Jetzt hab ich den scheiß Kleriker. Aber jetzt hat er Eges gemacht. Jetzt ist natürlich... Ach, deswegen. Jupp. Ja, jetzt kriege ich ihn nicht mehr. Ja, egal, ist ja nicht so schlimm. War ja ein Versuch wert. Weißt du, die schwersten Sachen schaffen wir und hier ist einfach so eine Quest. Die ist so hart. Die ist aber auch nicht leicht. Doch, eigentlich schon. Aber wenn man so Müll mitnehmen muss wie Koss und Melanie. Tot. Das war's. Ich will diesen scheiß Kleriker noch platt machen. Junge, du bist der Einzige, der überhaupt sowieso noch lebt. Such Deckung hinter den Djinn. Die Djinn, die sowieso schon alle tot sind. Was will der von uns? Blöd, Mann. Oh, warum war ich down? Achso, die können Verzauberungen entfernen, oder? Ja, die können irgendwie alles. Aber wir haben ja noch gar nicht verloren. Wir können ja sogar aber in ein paar Sekunden. Guck mal, wo wir sind. 100 Kilometer entfernt. Was müssen die denn erreichen? Oder müssen wir die einfach nur besiegen? Nur besiegen. Naja. Steht da nicht eh schon gescheitert? Nee. Boah, Koss, ey. Koss und Melanie, ne? Die sind echt nicht die besten Helden. Ja, no level, also. Ja, Melanie aber nicht.
Oh. Derwisch ist einfach eine grausame Klasse. Hands down. Ja, im Schnitt ist er echt nicht so gut, das stimmt. Wirklich. Not a fangirl. Ist einfach nicht gut. Es hat kaum Synergy mit der Gruppe und nichts. Hey, warte mal, wo bist du? Ja, ich bin den richtigen Weg gegangen. Ich bin von der anderen Seite gekommen. Guck mal, ich bin hier unten. So. Scheiße. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist mal normal, Mordmann. Das ist so hart. Hä, wir müssen das nochmal probieren und dann. Guck mal, wie viele hier sind. Das schaffen wir nie. Doch, doch. Aber doch nicht mit diesen Vollidioten, ey. Doch, doch. Wir sind ja einfach reingerannt. Wir müssen das nochmal probieren nur und nicht ganz so planlos. Oder wir bleiben echt bei Rubinen-Gin. Du musst so irgendwie hier. Ja, genau. Überleg mal, wie stark die sind, ey. Und das haben wir uns so voll entgehen lassen. Die Idiot. Ich hab halt, bei der Wäsche ist halt meine absolute Hassklasse. Ich hab halt auch keine guten Builds dafür. Ich finde der Wäsche auch nicht so geil. Krieger-Derwisch finde ich geil, aber... Nekro-Derwisch finde ich auch geil. Ja. Nekro mit seinen Savurs, wo er jetzt supportet. Durch dieses Anniversary. Du kannst jetzt sogar Krieger mit seinen Sensor spielen. Ja, ja, stimmt. Krieger mit seinen Sensor, Nekro mit seinen Sensor. Ja. Ja, nur das ist ja für das Bild, was du für dich ja. Nicht so sinnvoll. Aber mein Nekro-Main heißt halt Dark Lord RGX. Oh. Ist halt, Orchi hat ja auch eine Sense, das passt halt perfekt. Aber ich hab die leider nicht. Wie kriegt man die nochmal? Das weiß ich nicht, wieder durch so eine Special Quest. Gorons Haltung ist Tigerhaltung. Hä? Was denn jetzt? Ja, die haben mich immer auch getötet. Ach, da warst du. Ich habe genau. Mich schon die ganze Zeit gefragt, weil ich war ja in diesem Getümmel da unten drin. Ich dachte so, hä? Wo steckt sie denn? Sonniger Speer. Zorn, 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 Zorn. Nope. Der Abwehr. Kann, glaube ich, ein blauer auch gar nicht haben. Nee, ne? Obwohl, weiß ich nicht. Mann, ich brauche wirklich Zorn. Und Eifer brauche ich auch. Eins muss Eifer sein, eins Zorn. Oder zweimal Zorn, ist mir egal. Ich werde auf jeden Fall gleich mit Alkohol. Ist besser. Ja. Alkohol ist keine Lösung. Außer ein Guild Wars. Ja. Da bei deinem komischen Bild schon. Koss hat nicht mein Level abbekommen. Stimmt. Ich habe alle Helden gelevelt, außer halt Olias. Wobei man fairer sagen muss, wir haben auch nicht viele Töne. Wollen wir hier bleiben? Nee, oder? Ja, auf dieser Ebene vielleicht, aber auf keinen Fall direkt in der Mitte. Ich würde schon sagen, dass wir da verteidigen, wo auch die Gym sind, oder? Ja, mein ich doch. Geh mal hinterher. Hier halt, ne? Boah, dieser Wassereffekt, ne? So laut, das nervt. Ja. Ich glaube, wir brauchen krasse Maßnahmen. So, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ey, stimmt, Legionärslayer und nicht verkehrt. Ja, nur wieder mal auf. Der Char sieht so, also der Legionär sieht so ein bisschen so aus wie dieser Boss, der so schnell, der so schnell stirbt, ja, ne? Übelst abgefahren. Bei Saul D'Alessio. Der nie verrecken wollte. Ja. Ah, die Rüstung ist viel geiler bei ihm. Schon. Aber dafür hat er nicht die geilen Tattoos. Stimmt, ne? Der hat so krasse Tattoos. Oder das Fell war vielleicht eher. Oh, da sind viele Gins. Hier gehen wir hin. I guess.
weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt hinkommen. Nee, die patrouillieren irgendwie. Nee, bleiben wir doch lieber bei dem. Hier müssen wir auf den Teppich am besten. Ja. Haben wir noch so einen leichten Höhenvorteil. Gottes Willen, das ist nervig, diese Quest. Hauptsache der Djinn macht auch was. Ja, aber ich mag das nicht mit Cross und Melonie, dieser Zwang. Ja, aber so muss man wenigstens mal experimentieren, das ist auch geil. Ja, an sich schon. An sich stimmt das. Diesen blöden Schnitter, ey. Da unten, da sind ganz viele auf einem Haufen. Bei der musst du echt aufpassen, dass man sich nicht zusammenstellt, ey. Dann geht's wieder ab. Ich hab schon wieder Olias schreien gehört. Ja, geht aber gerade noch. Olias, der ist doch da. Wir haben eh verkackt. Oder auch nicht. Ich dachte, weil die Fürsten da hinten gestorben sind. Ich glaube auch. Ich hab den Kleriker gleich habe ich. Oh, jetzt hat er sich nochmal irgendwie voll gehalten. Wie macht er das immer? Ich weiß es nicht. Die Kleriker, muss ich echt gestehen, die sind voll okay. Oder? Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Und das war's. Das schaffen wir nie. Das kann man nicht schaffen im Hardmode. Ja, aber irgendwie muss es doch gehen. Ja, aber nicht mit diesen Vollidioten. Mit Kost Level 15, bestimmt nicht. Wie schafft ihr das, dass der... Ah, geht doch. Oh, man. Wenn ich gleich sterbe, kommen ja wieder Leute wieder. Wo liegt ihr denn, dass ich euch wiederbelebe dann? Ja, hier. Ja, ich stehe auf dir drauf, okay. Ah, nee, ich also diese Henker sind ein bisschen broken. Ich belebe euch doch nicht wieder, weil die können ja Verzauberungen entfernen, sehe ich gerade. Boah, aber guck mal, es sind nie mehr so viele. Vielleicht ist die Quest ja doch noch nicht verkackt. Steht nämlich nichts. Nee, wir müssen nur dieses Mal zusammenbleiben. So viele sind da jetzt nicht mehr. Eben war ja die ganze Map noch rot. Eben. Ich glaube, dass wollen wir mal deinen Weg gehen? Ja, hier rechts. Der Abwechslungshalber. Ja, und da sind auch keine Gegner. Naja, gut, jetzt die sind jetzt auch nicht mehr da. Naja, stimmt. Nicht beim Goron-Kostüm. Aber eigentlich war das schon wieder dämlich. Ich brauche ja Dings gar nicht. Ewige Aura. Obwohl, weißt du, was auch geil ist? Wenn schon Leute down sind und die wird mir entfernt, ich glaube dann, hier steht, wenn die Verzauberung endet, werden Leute wiederbelebt. Zählt das dann auch? Ich glaube ja. Kann ja. Mehr machen, die endet dann ja. Natürlich zählt das dann. Sollen wir pullen hier? Lass mal auf diesem Teppich stehen bleiben, oder? Wenn das geht, ja. Wollen ich auch schon mal die Geister hier aufstellen? Zeig mal den Leuten, wie dünn der Teppich ist. Wo wir draufstehen. Tausend und eine Nacht. Fliegende Teppich, ey. So, kann ich? Klar. Jetzt laufen sie alle zusammen. Ich glaube auch, dass es eine Gruppe ist, oder? Oh. Wenn wir Pech haben, ist das eine Gruppe. Nee. Doch. Ja, aber egal, jetzt stehen wir aber richtig günstig. Oh Gott, Leute, das wird echt ein Chaos jetzt. Das wird jetzt ein Chaos. Und ich treffe die halt nicht. Das heißt, kein Adrenalin. Ich greife jetzt einfach die Krieger und dann kriege ich wenigstens Adrenalin, ne? Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Ist halt wichtiger.
Sind auf jeden Fall schon wieder welche gestorben. Von den Margonitern. Ja, das kriegen wir hin. Wo sind denn die Kleriker? Ich will nicht. Bogenschützen sind auf jeden Fall keine gute Ziele, weil blocken mal wieder. Ja, die Kleriker blocken, die Bogenschützen blocken. Die Margonitern sind irgendwie OP, ey. Muss ich echt gestehen. Sind ein bisschen OP, ne? Sind nicht schlecht. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, die von Abaddon, die Dämonen waren noch gefährlicher. Die kennt ihr auch schon von den Reise nach Elona Quest. Ist ja jetzt kein Spoiler. Nee. Achso. Manchmal greife ich, das Nervige, wenn die Gegnergruppen so richtig groß sind, dann greife ich manchmal nicht mehr an, weil irgendein Gegner draufgegangen ist und ich merke es gar nicht. Weil man das ja gar nicht mehr erkennen kann, ob der Gegner jetzt noch steht oder nicht. Jetzt haben wir sie ja in die Knie gezwungen. Mal gucken, ob das noch zählt. Bam. Es zählt. Natürlich. Ja, dann ist es doch nicht so schwer, ne? Machbar. Da haben sie Albtraum richtig geschrieben. Da bin ich. Ich weiß, dass der Garten von Siborin von den Dingern verwandelt wurde. Er liegt in Finsternis. Der Garten? Wir müssen sofort dorthin. Nein, wenn es dort geschah, geschah es auch in Ronjok. Wir müssen nach Ronjok. Meloni, nein. Es geht um echte Probleme, keinen albernen Traum. Kein Traum, eine Vision. Mein Dorf hat alles für uns riskiert. Es ist wichtiger als ein paar Pflanzen. Der Garten ist den Fürsten sehr wichtig. Wir wollen sie zu unserem Verbündeten machen. Verbündete? Ihr denkt an reiche Fürsten, nicht an einfache Leute. Ich denke an echte Bedrohungen, nicht an Träume. Kein Traum, eine Vision. Begreift das doch endlich. Ihr glaubt bloß, ihr habt immer recht. Genug! Genug. Eure Entscheidung soll gelten. Sagt uns, wohin wir jetzt gehen. Ja, ihr führt, ich werde euch folgen. Wohin geht es? Zum Garten oder zum Dorf? Zu beiden. So schaut's aus. Hier muss man sich nämlich nicht entscheiden. Ja, zu Koss. Nicht, weil wir Koss cooler finden, einfach weil die Mission viel einfacher ist. Ja, it is how it is. Du hast wieder Schiss, ich merk schon. Ich habe auf jeden Fall mal Schuss. Serayo Mechu, der Weise, haben uns gerettet. Cool. Nett. Nicht wir. Er hat eben gesagt, so Zetu Mechu, der Weise, haben uns gerettet. What? Netter Typ, ne? Obwohl die wahrscheinlich abgeschlachtet worden sind. Sind wir ehrlich. Boah, ich hoffe, wir können die jetzt wieder rausschmeißen. Ne, ich glaube, das eine muss man mit Cross machen und das eine muss man mit Melanie machen. Na toll. Na echt, na toll. Ich bin ja dafür, dass wir meinen Cross nehmen. Ist der Full Level? Ja, der ist voll gelevelt und ein richtig geiles Bild. Sehr gut. Kreativ, tanky, fantastisch. Ja, benötigter Held Cross, benötigte Heldin Melanie. Lass mal meinen Cross nehmen, wa? Na ja. Warum ist der jetzt Krieger, Nekromant? Ach so, 100 Klingen hat er. Ja, das können wir auch nehmen. 100 Klingen oder Tanky Illusion der Waffen? Oh. Erstmal braucht er überhaupt Waffen. Ja, die Schwerter und so habe ich genug, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, Tanky brauchen wir doch eigentlich nicht. 100 Klingen? Können wir auch nehmen. Oh, Doljak-Siegel? Oh shit. Braucht er das denn? Da kann sich ja gar nicht mehr bewegen. Ja, tanky. Ja, okay. Ein bisschen. Das können wir uns zum Beispiel nehmen. Hat er denn 10 Punkte auf Schwert-Dings? Das werden wir gleich herausfinden. Ich suche ihnen schon mal ein Schwert raus. Hier, Dings von...
so. Giftkatana. Teldrimor, Dolche. Ich dachte eigentlich auf mehrere Schwerter. Eldritch Schwert, voll Dark Souls. Das ist eigentlich geil. Das können wir denen geben. Passt auch zu ihm, so vom Look. Irgendwie her. Schon, ne? Ja. Kaiserliches Drachenschwert. Ist nicht schlecht. Ja, klassisch. Absolutes Stanni-Schwert, finde ich gut. Finde ich auch gut. Das ist das Beste auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Eldritch, er kriegt das Dark Souls-Schwert. Ja, passt echt zu ihm. Jetzt so ein Schild. Ja, ich wollte gerade sagen. Dämonen-Ägge, das könnte man nehmen. Muss auch Stärke sein, oder nicht? Oder hat er Taktik? Hat beides. Was? Wofür denn Taktik? Was hat er denn auf Taktik? Die Haltung. Ich kann auch ein Standard-Hundert-Klingenbild geben. Er hat auf beides zu wenig. Also ja, ich gebe ein Standard-Hundert-Klingenbild. Ist ja wahrscheinlich sinnvoller. Das ist Brutmutter ja auch. Ja. Das ist ja der Witz. Wieso hat der ein Brutmutter-Bild? Hast du ihn immer Farben geschickt, wa? Ja, echt? Das wäre sonst anderes. Nur. Das ist tatsächlich nur Faustkrieger. Ach so, das sind alles solche. Ach, damit Schau, er die ja. Dings nehmen genau, kann. Genau. Das ist halt Ultra-Tanky. In die Dornen schleudern. Ich glaube, ich habe kein 100-Klingen-Bild, lustigerweise. Da ist auch was mit 100 Klingen. Obwohl, das ist das denn? Mit dem Ohrschau. Ich habe kein 100-Klingen-Bild. Wo ich es immer gespielt habe, weil ich nicht gespeichert habe. Ist egal, muss ja nur irgendwas. Nur Krieger, Healer. Nur am besten jetzt mit Schwertkampf, das wäre gut. Ich würde sagen, ich mach das Jadesteinbruch-Bild aktuell. Vor allen Dingen, das ist sogar mein Standard-100-Klingen-Bild, lustigerweise. Das können wir halt raus machen. Ich werde euch rächen, das brauchen wir nicht. Ja. Die Frage ist, was packen wir da noch rein? Stirbt dann schon. Ne? Genau. Und wir wollen ja nicht, dass jemand stirbt. Irgendwas war Endstoß oder sowas richtig reinballert und mit dunkle Wut. Wir verlieren natürlich alles Adrenalin. Nein, nein. Hat er, obwohl, ne, hat er überhaupt irgendein. Ja, das. Dreschen auch. Nee. Nee. Hat er nicht Fällt irgendwie nicht. Einen Angriff, der Adrenalin gibt, wenn man den macht? Gibt sowas? Also. Ach doch, guck mal bei Stärke. Vielleicht hast du die, ich weiß ja nicht, ob du die hast. Ich habe alle Fähigkeiten des Spiels. Ja, okay, dann guck mal bei Stärke. Da gibt es auf jeden Fall sowas. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ach scheiße, nee, never mind, das ist Taktik. Ja, okay. Nee, Taktik nicht. Nee, das geht dann nicht. Kraftangriff. Der hat zu wenig Mana. Zu wenig Energie, sowieso. Das war ein Standard. Standard-Dings nehmen. Silberflügel oder so, einfach mehr Damage. Ja. Oh! Ach, falls sie da verkrüppelt ist. Hm. Haben wir nichts zu verkrüppeln? Da ist es doch! Falls sie gegen den Boden geworfen ist. Synergy mit Gorn. Ja, nehmen wir mit. 21 mehr Schaden ist sie so oder so nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Guck, siehst du, der hat auch eine Sekunde wieder Aufladezeit, damit er sich selbst wieder auflädt. Guck mal, wie lame. Geilrativ. Einfach mehr Damage. Das war's. Ja, es ist wie bei, vergessen, wie es beim Krieger heißt. Der heißt, beim Hammer gibt es das auch und bei Stärke gibt es das auch. Und dann nehme ich mal an, dass es das bei Axt auch gibt. Einfach ein Adrenalinangriff, der mehr Schaden macht. Das ist auch für euch gut. Ist ja nicht nur für ihn. Oder? Nee, physischer Schaden. Ja. Das ist nicht schlecht. Na guck, ja, dann ist der Cross schon mal ready. Ready, ready, ready. Ready, ready. Okay. Guck an. Das ist schon mal nicht schlecht. Krieger Nekromant. Das passt auch so zu ihm, weil er dieses eine Auge nicht mehr hat. Das sieht ein bisschen nekromäßig aus. So. Die Frage ist, wie müssen wir das jetzt aktivieren? Ich bin schon da. Das machen wir aber erst im nächsten Part, I would say. Ach nee, da muss, man muss da erst noch was machen.
Ronjok in Gefahr. Das ist sowieso nicht das Richtige. Der Garten ist das. Und zwar müssen wir da. Der ist der direkt nebenan, oder nicht? Also weiß ich nicht, ob man davon. Finsternis. Ich glaube, das muss man hier irgendwie aktivieren. Einfach der dem Cursor dann folgen. Ja. Das wollen wir erst im nächsten Part, Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Tschö. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!